Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier da zu sein, in der Nachbarschaft hier in Stuttgart. Insofern war die Anreise eine kurze. Ich freue mich, hier zu sein, mit Ihnen ein bisschen den Weg und die Reise der Transformation von Mercedes-Benz zu teilen. In eine Richtung der Nachhaltigkeit, Elektrifizierung und Digitalisierung. Und das ist nur ein Teil dieser Transformationsreise, dieses Weges, der wahrscheinlich die größte Veränderung für alle in dieser Industrie ist, die wir erleben. Zum Anfang steht die Strategie und die fokussierte Strategie von Mercedes-Benz. Und wir haben hier viel über Technik und Technologie gehört, aber ich fange vielleicht mit den Menschen an und es geht darum, eine Organisation mitzunehmen. Es geht darum, eine Organisation, eine große Organisation wie bei Mercedes-Benz zu fokussieren und die Menschen mitzunehmen. Und am Ende werden die Menschen diese Transformation gestalten. Und diese Menschen an Bord zu bekommen, dazu braucht es eine Strategie. Und es ist wichtig, denke ich, dass alle Menschen im Unternehmen diese Strategie verstehen und am Ende auch unterstützen. Insofern fangen wir mit der Strategie an und keine Angst, ich gehe nicht durch alle Säulen durch. Das sind 6 wichtige Säulen. Ja, wir fokussieren uns auf den Kern der Marke. Der Kern der Marke ist sicherlich Luxus. Da kommen wir her, da waren wir erfolgreich. Aber kein tradierter Luxus, sondern moderner Luxus, mit dem wir die Kunden überraschen wollen in der Zukunft. Wir wollen neue Geschäftsmodelle generieren mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten. Wenn ich auf die Technik schaue, und wir haben viel davon gehört in den letzten Vorträgen, dann sicherlich ist der Teil der Elektrifizierung und der Digitalisierung der wesentliche Kern. Und hier haben wir nicht minder den Anspruch, nur mitzuschwimmen, sondern hier führend zu sein im Bereich Elektromobilität und Digitalisierung. Um das nachhaltig zu gestalten und auch ökonomisch nachhaltig zu gestalten, ist es immer wichtig, dieses Dreieck auch im Hinblick auf Kosten mitzudenken. Wenn wir auf diese wesentlichen Elemente auf der technischen Seite schauen, die uns tagtäglich bewegen, die meine Engineering-Mannschaft tagtäglich bewegt, dann ist es Elektrifizierung, emissionsfreies Fahren, CO2-neutrales Fahren und die Digitalisierung. Und da steht das eigene Betriebssystem im Mittelpunkt, das am Ende das Nervensystem, das Gehirn für die Zukunft bilden soll, aber auch das Geschäftsmodell für die Zukunft abbildet und am Ende, ja, das ist auch wichtig, Abhängigkeit verhindern soll. Wir wollen das Heft des Handelns für die Zukunft in der Hand behalten, mit dem, was wir tun bei Elektrifizierung, aber auch bei Digitalisierung. Wir wollen diesen Weg beschleunigen. Wir haben vor einiger Zeit uns committed, in 2039 als gesamtes Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette vom Rohmaterial über Fabriken, über Transport, über die Fahrzeuge bis hin zur Use Phase CO2-neutral zu sein. Wir wollen diesen Weg weiter beschleunigen, weil wir sind überzeugt davon, dass wir diesen Weg aktiv gestalten müssen. Wir wollen nicht abwarten, sondern wir wollen aktiv gestalten, Technologie und den Weg dieses Unternehmens. Und deshalb nochmal eine Beschleunigung, was Fahrzeuge angeht. In 2030 wollen wir unsere Flotte, unsere Produktpalette auf 100% elektrisch umstellen, da wo immer Märkte es erlauben. In 2025, und das ist ein wichtiger Zwischenschritt, wollen wir alle Modelle am Ende elektrisch darstellen. In jedem Segment ein Modell zur Auswahl für den Kunden. Ein wichtiger Schritt, wir wollen nicht erst warten bis 2030, sondern morgen anfangen oder vielleicht schon sogar heute, wenn wir auf München schauen, die vergangene Autoshow, dort konnten wir die aktuellen Produkte zeigen. Und es geht um Umsetzung für mich, dass wir zeigen können, dass wir umsetzen. Es geht um Geschwindigkeit, die Organisation weiter zu befähigen, schneller, noch agiler diese Transformation umzusetzen, um dem Kunden das Angebot heute schon zu machen. Und dazu hatten wir Gelegenheit, in München neben dem EQS mit einer, würde ich sagen, Benchmark-Reichweite von 784 Kilometer WLTP jetzt auch den Bruder quasi oder den Zwilling EQE, die elektrische E-Klasse zu zeigen, die wir nächstes Jahr in den Markt einführen werden. Somit eine hohe Geschwindigkeit neben den schon existierenden Kompaktfahrzeugen EQA und EQB jetzt auch im mittleren und oberen Segment nachzulegen im Markt vor Kunde. Ich kann sagen, die ersten EQS-Fahrzeuge werden ausgeliefert, sind in diesen Tagen bei den Kunden. Wir denken aber weiter, auch in die Submarken, die für uns immens wichtig sind. Wir wollen die Submarken weiter ausbauen, wie zum Beispiel AMG
Und da ist eine spannende Aufgabe natürlich, AMG in eine elektrische Zukunft mitzunehmen. Eine Marke, die so vom Verbrenner geprägt war, elektrisch zu gestalten. Da sind die Kollegen von AMG absolut an Bord und arbeiten mit Hochdruck. Ich komme gleich noch an den Architekturen der Zukunft. Den ersten Blick konnten wir schon mal auf den EQS AMG legen in München dort. Das ist der erste Schritt in diese Zukunft. Auch die Marke Maybach, zum ersten Mal vertreten mit einem SUS, wird auch elektrisch in der Zukunft. Insofern die gesamte Mercedes-Palette und Submarken mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Elektromobilität. Hören wir dort auf? Nein, wir machen weiter, denn für mich geht es um Effizienz, um hocheffiziente Plattformen, verblockte Plattformen, die zugeschnitten sind auf Elektromobilität, was Energieverbrauch angeht, was Kosten angeht, aber was auch Angebot vor Kunde angeht, diese Maß zu schneidern. Und das geht mit einer optimalen Architektur und so führen wir alle Architekturen im Jahr 2025 zusammen auf der Pkw-Seite mit einer Plattform der MBEA. Auch die Marke AMG, ich hatte es schon angesprochen, wird elektrisch mit einer Performance-Plattform. Und hier nehmen wir keine Mercedes-Plattform, sondern eine zugeschnittene Plattform auf das, was ein AMG-Kunde am Ende auch erwartet, mit einer AMG-EA-Plattform. Und natürlich nicht zu vergessen, die immer wichtiger werdenden Vans. Auch die Vans werden elektrisch. Der Bedarf an elektrischen Lieferwagen, der steigt. Und auch da brauchen wir eine Plattform, die hocheffizient am Ende auch Güter transportieren kann. Insofern drei neue Plattformen im Jahr 2025. Die brauchen Batterien, wir haben es schon gehört. Das ist der Schlüssel hier auf der natürlich Performance-Seite, Angebotsseite, Reichweitenseite, aber natürlich auch Schlüssel auf der Kostenseite hier und am Ende auch eine Frage der Komplexität, die wir aufbauen und die wir beherrschen müssen. Insofern auch hier voll Gas voraus oder voll Elektrik voraus in einem Energiebaukasten, in einem Batteriebaukasten für die Zukunft, der sich modular aufbaut. Und der unterscheidet sich in zwei wesentlichen Größen. Die eine wesentliche Größe ist natürlich die Chemie. Und wir haben gehört, die Chemie verbessert sich. Und wie schafft man 780 Kilometer Reichweite, WLTP in einem Fahrzeug, natürlich mit einer hochperformanten Chemie? Auch da werden wir nicht stehen bleiben. Wir werden die Chemie mit unseren Kollegen aus den Laboren, unseren Chemikern, auch unserem weltweiten Netzwerk weiterentwickeln in der Dimension Chemie. Aber auch die zweite Dimension, in der wir unterscheiden wollen, ist die physische Größe, das heißt die Höhe der Batterie. Aber das sind die zwei wesentlichen Dimensionen, die wir beeinflussen wollen, um insofern die gesamte Modellpalette mit einem wenig variablen oder komplexen Baukasten am Ende zu versorgen. Das ist der Weg in die Zukunft der Batteriemodularität. Wir wollen weiterdenken, wenn wir Batterien denken und alle Materialien denken. Die Verantwortung für uns geht weiter als das, was wir im Haus haben an Fertigung, sondern wir wollen 360 Grad vom Rohmaterial, wenn wir besonders an Batterien denken, bis hin zum Recycling denken. Dieser Ansatz und unser Commitment, diese 360 Grad Nachhaltigkeit, den Gedanken der Circular Economy zu verankern, der ist besonders natürlich für die Batterierohstoffe wichtig, dass wir am Ende diese Mine der Batterie am Ende ihres Lifecycles wieder nutzen und die Rohstoffe in ihren Kreislauf wieder zurückführen. Ein zweiter Aspekt, sicherlich in diesen Tagen sehr prägnant wichtig, ist die Absicherung auch unserer Materialströme für die Zukunft. Und das gilt nicht nur für Halbleiter, das gilt vor allen Dingen in einem, wir haben es gehört, S-förmig voraussichtlich ablaufenden Hochlauf von Batterien, auch für die Rohstoffe. Die Absicherung der Rohstoffe für die Zukunft heißt für uns auch, aus diesem Grund ein tieferes Eintauchen in die Lieferkette. Insofern gibt es viele Gründe, sich intensiv um die Lieferkette bei Batterien zu kümmern, von Anfang bis Ende. Aber nicht nur bei Batterien, es gilt für alle Materialien des Fahrzeugs, 360 Grad zu denken, nachhaltig zu denken, unter anderem auch beim Stahl. Und wenn wir schauen auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs in ihren Materialien, dann sind die metallischen Werkstoffe dort ganz entscheidend. Auch hier müssen wir nachhaltig denken und das sind Partnerschaften, die wir hier auf dem Chart sehen, die wir abgeschlossen haben, um zunehmend auch den CO2-Fußabdruck aus den verwendeten Materialien herauszunehmen.
Wenn wir an die Transformation denken, dann denken wir an Technik. Aber wir müssen, wie gesagt, auch an die Menschen und an das denken, was heute da ist. Wir müssen die Fabriken mitnehmen, die Fabriklandschaft. Und der Umbau bei Mercedes ist in vollem Gange. Im Prinzip sind alle Produktionswerke, Montagewerke weltweit heute in der Lage, Elektrofahrzeuge zu bauen. Das tun sie weitgehend auch schon auf den gleichen flexiblen Linien wie der Verbrenner. Aber auch die Batteriemontage ist bereits weltweit weit etabliert in 9 Montagewerken, die investiert sind, mit dem größten in Kamenz in Deutschland. Fast 2000 Menschen arbeiten heute in Kamenz zum Beispiel. Aber auch in Stuttgart, Hedelfingen, das dritte Batteriewerk, Montagewerk aus dem großen Netzwerk ist am Netz. Somit weitere Werke in der Welt, die sich um Montagen von Batterien kümmern. Hier müssen wir noch einen Schritt weiter gehen natürlich und an Zelle denken, aus vielerlei Gründen, Nachhaltigkeitsgründen, Verfügbarkeitsgründen und natürlich auch Verpflichtungen aus dem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Also es gibt viele Gründe, die uns da motivieren, tief in die Lieferkette reinzugehen, um uns um Rohmaterialien, Vormaterialien, aber auch Zellen zunehmend zu kümmern. Und hier geht es auch um eine Absicherung regional für die einzelnen Märkte und Fabriken in Asien, in Europa, in USA und somit insbesondere um den Zellbedarf in Europa in der Zukunft zu adressieren, haben wir uns bekannt, in der Zukunft auch in Europa Partnerschaften einzugehen, um einen Hochlauf auf über 200 Gigawattstunden in 2030 am Ende darstellen zu können. Und diese Partnerschaft, die ich angesprochen habe, haben wir vor einigen Tagen bekannt geben können, dass wir in ein Konsortium gehen, um einen europäischen Batterie-Champion aufzubauen, ACC mit Namen, in Zusammenarbeit mit Stellantis und der französischen Total. Das ist jetzt ein weiteres Engagement von Mercedes-Benz, nicht nur in den bestehenden Partnerschaften, sondern auch in einer weiteren europäischen Partnerschaft, dafür zu sorgen, hochperformante Zellen zu haben und am Ende auch eine Lieferfähigkeit und eine Verfügbarkeit bei diesem steilen Hochlauf in den nächsten Jahren darzustellen. Jetzt ist die Aufgabe für die Ingenieure, an das Heute und das Morgen zu denken, aber auch an das Übermorgen und auch die Grenzen auszutesten. Und das tun wir manchmal bei Formel 1, durchaus mit Erfolg. Aber das Team und der Geist eines Formel 1-Teams am Ende verheiratet mit der Ingenieurkunst aus Sindelfingen, aus Stuttgart und aus den vielfältigen Labors weltweit. Das hat uns inspiriert, weiterzudenken bei Elektromobilität. Und ich sage mal, das, was wir uns vorgenommen haben, effizienteste Fahrzeug von Mercedes-Benz, zumindest was Energieverbrauch angeht, elektrisches Fahrzeug zu generieren. Wir nennen das den EQXX. Dieses Fahrzeug werden wir in wenigen Monaten vorstellen. Das ist ein Visionsfahrzeug, das wir real zeigen werden auf der Straße. Ein reales Fahrzeug mit einem Verbrauch unter 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und ich hatte schon vorhin auf den Vortrag gelauscht, was Verbräuche angeht. Ich glaube, hier setzen wir nochmal einen Maßstab, hier in eine einstellige Region von Verbrauch zu gehen. Aber lassen Sie sich überraschen, wir zeigen hier eine Menge Innovationen mit EQXX in Richtung emissionsfreies Fahren, CO2-Neutralität und Nachhaltigkeit in einer digitalen Welt. Ja, schauen wir mal ganz kurz auf diese digitale Welt, von der ich sprach. Das eigene Betriebssystem, ich weiß, häufig diskutiert, brauchen wir ein eigenes Betriebssystem oder nehmen wir verfügbare Betriebssysteme oder gehen wir in Kooperationen? Ich sagte es bereits, wir wollen unseren Weg aktiv selbst gestalten. Wir wollen unabhängig bleiben und unabhängig in die Zukunft gehen, aus vielerlei Gründen. Am Ende wollen wir natürlich die Geschäftsmodelle der Zukunft selbst bestimmen. Und Geschäftsmodelle nach dem Verkauf werden sich verändern in der Zukunft. Bisher waren sie nur limitiert möglich durch Service, aber durch die Konnektivität der Fahrzeuge in der Zukunft und durch die Vernetzung der Domänen im Fahrzeug, wir sehen hier die 4 Domänen, die uns wichtig sind und die wir ausprägen werden, werden ganz neue Angebote, neue Erlebnisse für den Kunden am Ende gestaltbar sein und daraus auch folgend neue Geschäftsmodelle. All das wollen wir selbst in der Hand haben, wollen wir selbst gestalten und das braucht Geschwindigkeit. Auch das braucht Geschwindigkeit von einer sehr verteilten Rechnerwelt
die wir heute haben in den Fahrzeugen, mit unterschiedlichsten Lieferanten, die Hardware und Software liefern. Weil wir in eine Welt gehen, wo wir Hardware und Software trennen, das softwaredefinierte Fahrzeug, wo wir mit hoher Geschwindigkeit selbst am Ende Produkte kreieren können und in maximal kurzer Zeit am Ende auch dem Kunden anbieten können. Insofern ist es ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells, aber auch des Erlebnisses in der Zukunft in einem Mercedes-Benz, das selbst zu beherrschen. Wenn wir Automatisierung denken und Digitalisierung in diesem Hinblick, dann schauen wir auf das, was wir in den nächsten Wochen zeigen werden. Der erste Level 3 in Deutschland zugelassen. In diesen Tagen läuft die Zertifizierung dieses Fahrzeugs, nämlich die S-Klasse. Das ist für uns ein wichtiger Meilenstein, Automatisierung in die nächste Stufe nach Level 2 oder 2 Plus zu treiben. Wir haben viel Erfahrung mit Level 4 und 5. Ich weiß, es gibt die zwei Stränge der Annäherung, wobei sich der Strang über Level 2 und 2 Plus verfestigt derzeit als der Strang, der wahrscheinlich für das Geschäftsmodell und für die Umsetzbarkeit wahrscheinlicher erscheint. Wir nehmen alle Erfahrungen mit aus Level 4 und 5, die wir gemacht haben, und münden das hier in dieses Fahrzeug hier, das wir in den nächsten Tagen und Wochen zertifizieren werden und der Öffentlichkeit zeigen werden. Der elektrische EQS wird folgen, auch in Level 3 Drive Pilot in Kürze. Wir gehen noch einen Schritt weiter im automatisierten Parken. Auch da haben wir uns mit Bosch zusammen vorgenommen, das zu zeigen, auch als Erste in einem Level 4 Ansatz, in einem Parkhaus hier ganz in der Nähe, das automatisierte Parken. Ich denke, das sind wichtige Schritte nach vorne und wir werden da nicht stehen bleiben, sondern weiter mit hoher Energie und Geschwindigkeit das umsetzen. Und ich sage mal, der Innenraum des EQS symbolisiert so ein bisschen natürlich das dekarbonisierte Fahren, die CO2-Neutralität, aber auch die Digitalisierung und auch ein Blick auf den Luxus, auf den progressiven Luxus der Zukunft, der die Marke Mercedes-Benz in die Zukunft führen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Schäfer, herzlichen Dank. Was ich spannend finde, Sie haben die Kooperation mit ACC angesprochen. Da kommt ja so ein bisschen was zurück. Da steckt ja das alte Chrysler mit drin in der Stellantis-Kooperation. So sieht man sich wieder, möchte man sagen. Ja, wir haben mehrere Partner, die wir dort wiedersehen. Und ich erinnere mich an einen anderen Partner, eigentlich, wenn ich an Elektromobilität denke. Und das ist die Firma Saft, die mit Total natürlich verbunden ist als Tochter. Und mit Saft hatten wir vor 12 Jahren die Gelegenheit, die erste Automobil-Lithium-Ionen-Batterie zu bauen für einen Mild-Hybrid. Das war ein Mild-Hybrid-S-Klasse vor 12 Jahren. Insofern auch eine Partnerschaft auf der Seite der Batterie und der Zelle. Da treffen sich Partner wieder und wollen die Zukunft gestalten. Mit dem Thema Zukunft beschäftigt sich auch das Projekt EQXX. Sie haben es kurz erwähnt. Sie haben gesagt, das ist ein Demonstrationsfahrzeug. Also wir werden das Auto nicht in Serie kaufen können. Wir werden das Fahrzeug fahren können. Wir werden das Fahrzeug auf der Straße sehen. Wir werden es im echten Betrieb zeigen und demonstrieren, was dieses Fahrzeug kann. Und hier geht es nicht um Zertifizierungswerte, sondern es ist entscheidend für mich, dass wir das im echten Betrieb zeigen können. Ein hocheffizientes Fahrzeug. Wir werden das, was wir in diesem Fahrzeug zeigen, abbilden in einem realen Serienfahrzeug, das nicht EQXX heißen wird, aber genau diese Elemente, die wir in diesem Fahrzeug sehen und da, wo wir Grenzen austesten und Erfahrungen ausgezogen haben, das werden wir in einem Serienfahrzeug auch zeitnah dann sehen. Wunderbar. Vielen Dank für den Augenblick, Herr Schäfer.